Geld regiert die Welt, so heißt es. Es überschreitet Grenzen. Unternehmen gehen dahin, wo es sich für sie lohnt. Sie bauen Werke oder legen ihr Kapital in Unternehmensanteilen und Aktienpaketen weltweit an. So sucht sich das Geld seinen Weg von Land zu Land. 2017 sind weltweit rund 1,4 Billionen US-Dollar ausländische Direktinvestitionen geflossen. Doch Geld ist sensibel. Also Kapital ist ein scheues Reh, das ist so. Wo es sich nicht wohlfühlt, da flüchtet es. Aktuell aus der Türkei. Das Land war in den letzten Jahren für ausländische Anleger attraktiv, mit niedrigen Löhnen und hohem Wirtschaftswachstum. Kapital floss in Unternehmen und Infrastruktur. Doch der Umbau des Staates zu einem autoritären System schreckt viele Anleger ab. Die Inflation steigt, die türkische Lira ist immer weniger wert. Die Folge, das ausländische Kapital zieht sich zurück. Die Türkei hat jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt. Man kann sagen, der gesamte Aufschwung der Erdogan-Jahre ging sehr stark auf Pump. Und das ging gut, solange die Türkei eine gute Wirtschaftspolitik machte, eine unabhängige Zentralbank hatte, die den Wert der Währung garantierte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und insofern sind natürlich ausländische Investoren nicht mehr bereit, diesen Boom so zu finanzieren, wie es vorher der Fall war. Wenn die Rendite in einem Land nicht mehr stimmt, dann ziehen die Investoren mit ihrem Geld einfach weiter. Die Verunsicherung ist groß und diese Verunsicherung wird vermutlich dazu führen, dass die Wirtschaft ja sich deutlich, deutlich verlangsamt und vielleicht rutscht sie sogar in eine Rezession hinein. Das meiste Kapital aus dem Ausland wurde im Jahr 2017 in Asien direkt investiert, rund 470 Milliarden US-Dollar. Nach Europa flossen rund 300 Milliarden. Genauso viel wie auch nach Nordamerika. Nach Lateinamerika zog es ausländische Investitionen in Höhe von rund 150 Milliarden US-Dollar. Und nach Afrika etwas mehr als 40 Milliarden. Wenn Sie andere Menschen dazu bringen wollen, Ihnen Geld zu leihen, dann müssen Sie zeigen, dass Sie mit dem Geld was Ordentliches anstellen, dass dieses Geld ordentliche Erträge abwirft. Denn mit diesen Erträgen müssen Sie ja die Geldgeber im Ausland bezahlen. Unternehmer, die sich Geld leihen, müssen dafür sorgen, dass das Geschäft gut läuft, damit für die Geldgeber genug rausspringt. Übertragen auf eine Volkswirtschaft heißt das, Sie brauchen eine gute Wirtschaftspolitik. Die Türkei ist bei ausländischem Geld gerade nicht so beliebt. In China dagegen fühlt es sich wohl. Seit Jahren boomt die Wirtschaft. Hier wachsen die Firmen, hier lohnt es sich zu investieren. Und gleichzeitig legen die chinesischen Unternehmer ihr Geld auch in anderen Ländern an. Wie etwa in den USA und finanzieren dort die Wirtschaftsentwicklung. Die Vereinigten Staaten sind der weltgrößte Empfänger von ausländischem Kapital und der größte Schuldner Chinas. Geld reist immer dorthin, wo es etwas zu holen gibt. Ohne Investitionen käme die Wirtschaft zum Stillstand.